Hi Wille, ich will dich mal ein bisschen rumführen in unseren neuen Vereinsräumen. Du bist sogar noch vor den Mitgliedern jemand, der es sehen wird, weil die erste Mitgliederversammlung in den Räumlichkeiten ist nachher erst. Es ist ein 360-Grad-Video, du kannst dich also jetzt interaktiv umschauen. Wir sind auf der Hospi 14, Ladengeschäft. Ja, ich führe dich mal kurz durch die Räumlichkeiten. Also, das wird quasi Trainingsraum. Hier werden die Kicker stehen. Ja. So, hier links wollen wir jetzt erstmal vorläufig eine kleine Sitzecke machen, weil wir, eigentlich ist es für uns fast viel zu groß, aber für den Preis immer noch über unserem Budget. Mal gucken, was die Förderung sagt, aber so viel Quadratmeter für so wenig Geld, das geht echt nur in Görlitz. So, hier ein kleiner Zwischenraum. Mal gucken, vielleicht wird das später irgendwie zum Sitzen. Mal schauen, oder was für eine Garderobe oder so. Jetzt haben wir hier drüben, ja, Büro. Mal gucken, oder das wird Bar oder irgendwas. Ersatzteillager. So, und hier hinten eine kleine Küche. Ja, Wasser ist da. So, hier geht es sogar runter in den Keller. Aber den irgendwann zu machen, da ist noch gar nichts dran zu denken. So, das ist ungefähr unten noch mal genauso groß wie die Küche hier, ist halt runter. Und schön verrammelte Tür zum Hof. So, wo man auch mal dann abends vielleicht ein bisschen grillen kann. Ja, also eigentlich ganz nett. Aber wie du siehst, eine Menge zu machen, schöne DDR-Substanz, also zumindest was hier hinten angeht. Vorne halt durch die Verkleidung ist eigentlich soweit alles ganz schick, also macht auf den ersten Blick einen ganz guten Eindruck. So, ja, hier, muss man jetzt alles mal irgendwie heute besprechen und dann auch irgendwie in Angriff nehmen. Ja, was wir zuerst machen, damit das hier ein bisschen schick wird und wir neue Mitglieder akquirieren können. Ja? So. Aber guck mal, was möglich ist, wa? Also, und ich muss ganz ehrlich sagen, im Grunde genommen, schon durch deine Motivation und deinen Elan sind wir jetzt soweit. Also, hättest du da nicht nochmal Feuer und Schwung reingebracht, dann hätten wir es wahrscheinlich so langsam ausklingen lassen, wir hätten unsere Turniere in der Maus gemacht und so, aber jetzt mit einem eigenen Raum, wie gesagt, Daumen drücken, dass die Förderung durchgeht, so, da kriegt man zumindest 40% der Kosten vom Raum von der Stadt, sollte es klappen. Ja, so, und jetzt müssen wir es uns ein bisschen schick machen. Also, jetzt hast du noch einen kleinen Eindruck bekommen. Schöne Grüße aus Görlitz.